hierhin eigentlich ein ganz gewöhnlicher Morgen. Aber lass uns den Tag heute mal etwas anders starten. Du wachst morgens auf und bevor du zum Handy greifst, überlegst du dir drei Dinge, für die du dankbar bist. Anstatt dich über den Alarmton aufzuregen, überlegst du dir, wie du diesen Tag zu deinem Besten machen kannst. Das allererste, was du machst, ist dein Bett. Damit startest du den Tag mit Disziplin und hast morgens schon mal direkt ein kleines Erfolgserlebnis. Du schleppst dich heute nicht müde zur Kaffeemaschine, sondern versorgst dich erstmal mit Flüssigkeit. Dein Körper ist nach dem langen Schlaf dehydriert und möchte erstmal mit Flüssigkeit versorgt werden. Du öffnest das Fenster und nimmst ein paar tiefe Atemzüge frischer Luft, soweit das in der Großstadt möglich ist. Du versorgst deinen Körper mit allen essentiellen Vitaminen und Spurenelemente, denn du möchtest nicht nur einen gesunden Körper, sondern vor allem auch einen leistungsfähigen Körper. Und weil du während des Tages wahrscheinlich immer wieder vergisst, deine Tabletten und Pillen einzunehmen, übernimmst du das direkt morgens. Jetzt ist es Zeit für etwas Bewegung, um euren verspannten Körper nach der langen Nacht einfach ein bisschen zu beleben. Ich verspreche euch Leute, kein Kaffee dieser Welt kann diesen Job für euch übernehmen. Okay, an den nächsten Schritt wirst du dich wahrscheinlich erstmal langsam rantasten müssen, aber ich verspreche dir, die kalte Dusche wird dich nicht nur in Sekunden wach machen, sondern sie wird dich direkt darauf konditionieren, langfristig deine Ängste zu bekämpfen und nicht vor ihnen wegzurennen. Auch wenn du an diesem Tag nicht das Haus verlassen wirst und dich wahrscheinlich keine Menschenseele zu Gesicht bekommen wird, sorg einfach dafür, dass du gepflegt bist, dass du dich fresh machst, denn du wirst nicht nur fresh aussehen, sondern du wirst dich auch fresh fühlen. Du lebst nicht willkürlich in den Tag hinein, sondern schreibst dir eine To-Do-Liste mit Dingen, die du an diesem Tag erledigen möchtest. Du setzt dich hin, schließt deine Augen, kommst zur Ruhe und konzentrierst dich wirklich nur auf deine Atmung. Jetzt visualisierst du deine Ziele und rufst sie dir bildlich vor Augen, als hättest du sie schon längst erreicht. Du bist, was du isst. Und genau aus diesem Grund versuchst du deinen Körper schon direkt morgens mit Vitaminen, mit Proteinen, mit komplexen Kohlenhydraten, mit hochwertigen pflanzlichen Fetten zu versorgen, um deinem Körper einfach die beste Grundlage für einen energievollen und produktiven Tag zu liefern. Nein, du wirst jetzt immer noch nicht dein Handy zur Hand nehmen, sondern die nächsten 15 bis 30 Minuten einfach ein paar Seiten in einem Buch lesen oder ein Hörbuch hören, je nachdem, was dir besser liegt, um dich einfach ein bisschen weiterzubilden und dich ein Ticken schlauer zu machen, als du noch am Tag zuvor warst. Auch wenn Motivation meist ein bisschen kurzweilig ist, kann es dennoch helfen, den Tag einfach ein bisschen motivierter zu starten. Deswegen schau dir gerne ein Motivationsvideo an, ein Video von einer Person, die dich inspiriert, die dich motiviert, und starte deinen Tag mit voller Motivation. Feuer! Wie ihr euren Morgen gestaltet, beeinflusst maßgeblich den weiteren Verlauf eures Tages. Ihr könnt mir glauben, Leute, ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich bin ein Mensch, der morgens unglaublich schwer aus dem Bett kommt und sich mit allem anderen beschäftigen möchte, als einer kalten Dusche und einer Meditation und dem Schreiben einer To-Do-Liste. Aber glaubt mir, Leute, versucht einfach ein paar Elemente, die ich euch in diesem Video vorgestellt habe, einfach mal auszuprobieren, in eure Morgenroutine zu integrieren, sofern ihr eine habt. Also viele von euch werden wahrscheinlich noch nicht mal sich mit dem Thema Morgenroutine befasst haben. Deswegen mache ich auch dieses Video, weil das Thema für mich selbst ehrlich gesagt auch relativ neu ist. Also ich selbst beschäftige mich auch erst seit 2 Jahren, also seit ich 24 bin, intensiver mit diesem Thema und versuche, meinen Körper zu optimieren, meinen Geist zu optimieren, meine Denkweise zu optimieren, einfach positiver durch den Tag zu gehen. Und wenn man morgens schon direkt an Dinge denkt, für die man dankbar ist, eine kalte Dusche nimmt, einen Notizblock zur Hand nimmt, sich eine To-Do-Liste schreibt, dann kommt man einfach wesentlich besser durch den Tag. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen neugierig machen, ein bisschen inspirieren, eure Morgenroutine ein bisschen zu überdenken, und bin sehr, sehr gespannt, welches Element euch am besten gefallen hat. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne einen Kommentar da lassen. Mich würde sehr interessieren, was euch so am meisten begeistert hat, was ihr ab sofort integrieren möchtet, vielleicht auch was nicht. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo, falls ihr noch nicht Abonnent dieses tollen Kanals seid. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ciao. Wenn ihr merkt, dass ihr die ersten kleinen Erfolge habt, die ersten kleinen Erfolgserlebnisse, dann fangt ihr an, Blut zu lecken. Das gibt euch so eine Kraft, das gibt euch so eine Motivation.
Das müssen nur ganz kleine Sachen sein. Die könnt ihr schaffen. Aber die lassen euch Blut lecken. Die lassen euch erstmal Feuer! Ich kann was erreichen.